Die letzte Kontrollstruktur, die ich mit Ihnen besprechen möchte, ist die bedingte Anweisung oder genau genommen die bedingte Anweisung und die Alternative, die sind aber sehr eng miteinander verwandt. Ich beginne mit der bedingten Anweisung und einer sehr merkwürdigen Art, ein Integral zu berechnen. Das ist die sogenannte Monte-Carlo-Integration. Hier geht es um die Fläche eines Kreises. Die wird dadurch näherungsweise bestimmt, dass wir zufällig Punkte auf dem Quadrat von minus 1 bis 1 anordnen, dass wir dann Punkte, die innerhalb eines Kreises mit dem Radius 1 liegen, rot einfärben und wir erhalten dann eine Näherung der Zahl Pi Viertel, wenn wir die Anzahl aller Punkte durch die Anzahl der roten Punkte teilen. Ich möchte da jetzt nicht auf die Hintergründe groß eingehen. Wenn Sie es interessiert, schauen Sie mal auf Wikipedia Monte Carlo Integration, da finden Sie die komplette Herleitung. Mich interessiert jetzt, wie lässt sich diese Vorgehensweise in dem Programm und in dem Nassy-Schneidermann-Diagramm umsetzen. Einmal hier im Nassy-Schneidermann-Diagramm klar, wir machen das sehr, sehr häufig, deswegen hier eine Vorschleife. Dann wird innerhalb der Vorschleife werden zufällig die Koordinaten des Punktes erzeugt und dann schauen wir mit der Funktion Hypot, das berechnet die Hypotenuse von einem Dreieck, da wird geschaut, liegt der Punkt innerhalb meines Kreises mit dem Radius 1, das ist hier diese Verzweigung, also an der Stelle steht eine Bedingung, wahr oder falsch. Ist die Bedingung wahr, dann wird das ausgeführt. Was hier steht, ist die Bedingung falsch, dann würde das ausgeführt, was hier steht. In dem Fall passiert aber nichts, deswegen ist das leer. Wenn wir fertig sind, geben wir diesen Näherungswert aus. In Java umgesetzt, wie gesagt, die Vorschleife kennen wir schon. Für uns interessant ist jetzt die bedingte Anweisung. Das Schlüsselwort hierfür ist if und danach kommt in runden Klammern, wie bei der While-Schleife, die Bedingung. Ist diese Bedingung wahr, wird das ausgeführt, was hier drin steht. Andernfalls passiert hier nichts. Wenn wir noch was tun wollen würden, in dem Fall, dass die Bedingung nicht erfüllt ist, dann könnten wir hier ein else hinschreiben und in den else-Zweig packen, was dann passieren soll. Dann wären wir aber schon bei der Alternative. In der bedingten Anweisung ist das so. Ich zeige es Ihnen mal kurz in Eclipse, dass Sie mir glauben, dass da wirklich so etwas Ähnliches wie Pi rauskommt. Hier das Programm von gerade eben. Ich lasse es laufen und Sie sehen, 3,14 kommt wirklich raus. Also wir haben auf eine ganz merkwürdige Art eine Näherung für die Zahl Pi berechnet. Zum Schluss noch die Alternative. Hier handelt es sich um ein kleines Programmchen, das abhängig von der benutzereingestellten Sprache, die bekommen wir raus mit System Get Property User Language. Die Abhängigkeit von der Sprache Hallo Welt sagt in der jeweiligen Sprache, die eingestellt ist. Also, erste Bedingung, es wird geschaut, ist die Sprache Deutsch? Ist das der Fall? Dann wird Hallo Welt ausgegeben. Trifft diese Bedingung nicht zu, dann haben wir hier eine zweite Alternative, an der geschaut wird, ist es vielleicht Französisch? Ist es Französisch, dann geben wir aus Bonjour. Ist es nicht Französisch,
dann sind wir mit unserem Latein am Ende und sagen, hoffentlich versteht der Rest der Welt Englisch. Wie setzt sich das Ganze um in Java? Wir haben if als erste Anweisung für die Verzweigung. Hier die Bedingung, wenn es Deutsch ist, dann wird das ausgegeben. Andernfalls passiert das, was wir hier hinter dem else stehen haben. Hinter dem else steht ein weiteres if. Da wird dann überprüft, ist es Französisch? Ist es Französisch? Dann wird Bonjour ausgegeben oder hier sogar Bonjour tout le monde. Das hat in das Nassy-Schneiderman-Diagramm nicht reingepasst. Ist es dann auch nicht Französisch? Dann springen wir in den else-Zweig und geben aus das Ganze auf Englisch. Natürlich hätte man die zweite if-Abfrage nicht gebraucht und hätte direkt Deutsch oder Englisch ausgeben können, aber ich wollte hier gleich mal zeigen, wie das mit drei verschiedenen Fällen funktioniert. Sie erinnern sich, wir vergleichen Strings mit Equals und nicht mit dem Gleich-Gleich-Operator. Die Alternative, ein multilinguales Hello World. Ich schreibe jetzt nicht nochmal allgemein auf, wie das funktioniert. Ich denke, das ist klar. Es gibt noch zwei weitere Konstrukte. Es gibt in der Programmierung eine sogenannte Do-While-Schleife. Da wird die Fortsetzungsbedingung erst nach der Ausführung getestet. Man kann das aber immer durch eine While-Schleife ersetzen, indem man dafür sorgt, dass die Fortsetzungsbedingung im ersten Durchlauf wahr ist. Deswegen habe ich die Do-While-Schleife hier nicht mit aufgeführt und ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung, kann ich beisteuern, in 20 Jahren Programmieren bin ich sehr, sehr gut ohne diese Do-While-Schleifen ausgekommen. Das zweite, was es gibt, was ich nicht näher erklärt habe, ist die Mehrfachverzweigung, sogenanntes Switch. Da wird abhängig von dem Wert eines Ausdrucks werden verschiedene Fälle ausgeführt. Das lässt sich grundsätzlich durch eine Mehrfachalternative ersetzen und ist auch dann weniger anfällig gegen Fehler. Bei dieser Mehrfachverzweigung kann es einem ziemlich leicht passieren, dass man Dinge übersieht. Also, Do-While, Mehrfachverzweigung finden Sie in allen Programmierbüchern. Ich habe mich entschieden, ich lasse es weg. Man kann sehr gut ohne leben.